Liebe Genossinnen, liebe Genossen, der 9. November wird im Moment vor allem mit dem 9. November 1989 verbunden, dem Fall der Mauer. Gleichzeitig gehört der 9. November zu den widersprüchlichsten und auch den schwierigsten Daten der deutschen Geschichte. Der 9. November 1848. Robert Blum, leidenschaftlicher Kämpfer für Demokratie in der 48er Revolution, Abgeordneter des ersten deutschen demokratischen Parlaments in der Frankfurter Paulskirche, wurde in Wien standesrechtlich erschossen. Er war damals Mitanführer der demokratischen Revolutionstruppen, die Wien gegen die kaiserliche Armee verteidigt hatten und wurden verhaftet und denunziert. Von ihnen ist überliefert. Es hätte nie ein Christentum und nie eine Reformation und keine Staatsrevolution und überhaupt nichts Gutes und Großes gegeben, wenn jeder stets gedacht hätte, du änderst doch nichts. Am 9. November 1918 rief Karl Liebknecht vor dem Berliner Stadtschloss die Freie Sozialistische Republik Deutschland aus. Er sagte: Der Tag der Revolution ist gekommen. Wir haben den Frieden erzwungen. Der Friede ist in diesem Augenblick geschlossen. Das Alte ist nicht mehr. Die Herrschaft der Hohenzollern, die in diesem Schloss jahrhundertelang gewohnt haben, ist vorüber. In dieser Stunde proklamieren wir die Freie Sozialistische Republik Deutschland und das Schloss. Wir müssen alle zusammenstehen, um das Ideal der Republik zu verwirklichen. Hoch die Freiheit und das Glück und der Frieden. Nach ihm rief der Sozialdemokrat Scheidemann die Deutsche Republik aus. 5 Jahre später, am 9. November 1923, versuchten Hitler und Ludendorff gegen die Republik zu putschen. Damals wurden sie noch niedergerungen und verhaftet. 9 Jahre und 3 Monate später war Hitler Kanzler. Die Nazis hatten die Macht übernommen und die Republik war am Ende.